Letztes Mal im Let's Play Monster Hunter Freedom Unit Plus. Hallo, hier ist wieder Levitan 2 zurück mit seinem Let's Play zu Monster Hunter Freedom Unit Plus. Ja, letztes Mal haben wir den Gypsos getötet, in der Hoffnung, dass wir uns nach einer Zeit dann den schlechter machen können, das Großschwert, das Gypsos-Material. Und ich muss euch leider enttäuschen. Denn ich habe nachgeschaut und hier haben wir den schlechter angezeigt. Was für eine majestätische Klinge. Und hat auch sehr guten Eigenschaften. Ist ein bisschen schwächer im Angriff, aber seht euch mal die Gifteigenschaften an. Und plus 15 Affinität, was man gerne hat. Außerdem ist es natürlich bis zur G-Stufe immer noch verbesserbar und wird dann wirklich auch sehr gut. Auch vom Angriffswert ist es dann eine recht reinhauende Großschwert und naja, sagen wir mal, das Giftattribut nimmt auch nicht ab. Aber die schlechte Nachricht. Wir brauchen noch lila Gypsos Flügel. Um unser Knochen nichts, aber das sollte nicht das Problem sein. Also müssen wir zuerst noch eine Quest machen, bevor ich eigentlich offline danach farm gehe nach der Klinge. Und das ist nämlich noch der lila Gypsos. Vielleicht noch irgendwas, was nicht schnell die Plusknochen bringt, aber das schauen wir dann später. So. Demnach gehen wir jetzt zuerst mal wieder essen. Kirin-Käse ist ganz nett und ja, wir haben kein Getränk. Kein Getränk, oh mein Gott. Was nehmen wir dann? Oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, Goldreis. Ja, ja. Kann mich nicht mehr als vergiften. Kocht, ihr Katzen, kocht! So. Zweimal. Tada. Und. Oh, Gesundheit gesenkt. Ja, wenigstens Verteidigung das noch gekriegt. Gut! Naja, das heißt wohl, dass wir mit Handicap in den Kampf gehen sollen. Von mir aus. Dann kaufen wir noch Tränke. Megatränke haben wir noch, oder? Ja, genau. Gut, dann sollte es ja funktionieren. So. Dann gehen wir in die Lila zur Quest. Lila Giftgefahr. So. Ich sehe euch nachher. Ähnliche Quest wie letztes Mal. Gleiche Ausrüstung. Ja, wir gehen halt wieder mit dem altbekannten Tigrex und Taktik-Großschwert in den Kampf. Und ja, hoffentlich es wird trotzdem Abwechslung geben. Bis nachher. So, willkommen zurück hier im, naja, neuen Sumpf. Weil wir letztes Mal ja im alten waren. Und wir machen hier die lila Giftgefahr. Das einzige Problem dabei, wir haben hier auch noch einen netten Bulldrom dabei, neben dem lila Gypsos. Und einer sowieso so schon gesenkten Gesundheitsanzeige. Also ich verspreche für nichts, aber ich werde alles versuchen. Wow, ja, das raubt schon die Hälfte der Leben. Das dürfte ein lustiger Kampf werden. Dass da der Bulldrom nicht auch noch kommt, das würde in einem Nervenzusammenbruch enden. Komm nur, komm wieder runter. Ich weiß, du möchtest das.
Nee, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Autsch. Gegengift wurde gestohlen. Naja, er hätte mich auch einfach vergiften können. In Ohnmacht gefallen. Naja, wenigstens haben wir jetzt wieder schöne Gesundheit. Nicht so schön wie mit Kirikäse und goldenem Getränk, aber immerhin schön. So. Ja, irgendwann wird es vielleicht auch mal wieder Zeit für eine neue Verteidigungsset. Aber ich habe mir da schon Gedanken über eins gemacht. Dass wir dann vielleicht, dass ich dann vielleicht auch noch zusammen mit dem Schlechter holen werde. Das heißt aber, dass ich unter Umständen sozusagen dann nochmal, bevor ich den Schlechter mache, nochmal eine andere Quest mache und dann dieses Monster zeige, damit man da schön alles zusammen zeigen kann. So, aufladen, wenn wir schon mal die Gelegenheit dazu bekommen. Ah, Gyzeros, wieso tust du mir das an? Ich weiß, du möchtest es gar nicht. Wenigstens hat es hier so gut wie keine anderen Monster da. Das macht den ganzen Kampf für mich ein bisschen einfacher. Sei nicht zu feige, du Truthahn. Autsch. Okay, wop. So. I will kill you, you motherfucking bastard. Ich frag mich, was sich im Kopf eines Gyzeros abspielt, wenn er mit einem Jäger kämpft. Ach komm, das kann jetzt nicht den Ernst sein. Noobsprung in Sicherheit. Oh ja, den Angriff würde ich sowieso lieber nicht blocken. Okay. Ah, hat's gar. Nein, die Wespe, die hat mich nicht getroffen. Das finde ich schlecht. Na, dafür wurde sie vergiftet. Keine Ahnung, warum dass mich dieser Angriff nicht getroffen hat, aber anscheinend habe ich Glück. Außerdem habe ich Glück, dass der Bulldrom nicht gerade auftaucht. Das ist nicht ungünstig. Bist du jetzt hier einfach nur weg von mir? Naja. Viele Monster wollen von mir fliehen. Ist besser für ihre Gesundheit. Ja, ja, wie. Gut, du kommst wieder unter die Wälder. Er fliegt wieder in die Mitte. Was hast du vor? Okay, er weiß es selbst nicht so genau, was er vorhat. Ich muss sagen, der Kampf läuft ziemlich gut für mich. Ach, gesagt, getan, oder? Eigentlich wollte ich mich heilen, aber du machst doch gleich deinen Lichtblitz. Tada! Da
der Vorteil eines Großschwertes. Jetzt hätte nur nicht zu viel damit blocken. Ja, ja, die Schärfe. Er fliegt weg, oder? Ja, du fliegst natürlich wieder weg. Und wohin fliegst du? Bitte nicht dorthin, wo der Bulldog ist. Geht er hinauf? Ja. Schön! Genau dorthin, wo der Bulldog war. Oh, hier sehe ich keinen Schatten, den ich... Könnte zwar stimmen, aufladen. Okay, doch nicht. Die Minimap oben ist nicht genau genug. So. Oh. Da haben wir wieder jemanden wütend gemacht. Bei gewissen Monstern vermeide ich es ja, sie anzugreifen, wenn sie wütend sind. Aber beim Gypsios ist das nicht der Fall. Wow. So eine Mie. Das war ein mieser Trick, gibt's sowas. Einfach nur mit Luft mein Schild, meine Ausdauer runterzubringen. So. Ja, der erwischt auch mich. Nee. Gut. Ich muss schleifen. Da das so schnell geht, muss ich mir nicht groß Gedanken über das Timing machen. Was mich mehr ankotzt, ist, dass der Bulldrum wieder da ist. Vergifte doch den Bulldrum, Mann! Kann ich da noch von euch beiden einfach mal ein bisschen runter gehen? Autsch, kalt mit dem Sturm. Und für Uwe ist vergiftet. Wayne! Wisst ihr was? Ihr habt mich hier zum letzten Mal gesehen. Das Magiegift und nett. Ah, Leben. Fliegt der Gypsos jetzt nur wild umher oder? Ja, geht wieder in ein anderes Level. Wie herzzerreißend. Er liebt mich so sehr, dass er mir folgt. Und ich liebe ihn so sehr, dass ich ihn umbringen werde. Gypsos, ich möchte deine Flügel heiraten. Eins, zwei, drei. Oh, voll auf die Fresse. Ach ja, nicht mit mir. Wie lange willst du tot spielen? Nee, 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 nee. Ich denke, er geht eher zurück. Bald, weil er zu wenig Leben hat. Obwohl, es wäre dann doch recht schnell gegangen. Gut, ich konnte ihn dann den ersten Fall. Ha! Noch genau geblockt! Ach komm. Ja, das könnte wehtun. Block! Okay, das Spiel können wir lange spielen. Block! Anscheinend wurde es ihm zuerst langweilig. Oh Gott, nee, oder? Ja, und... Oh, komm, komm, komm. Tot. Nee, nicht einmal. Schnell noch Gegengift. Ja, hat sowieso gerade aufgehört. Schnell Trank. Gut, perfekt. Wieder bereit, um uns was zu töten. Und wo möchtest du hin? Ach, da hab ich's an. Ziel erreicht! Gibt's was tot? Ich hoffe jetzt nur, dass wir einen Gypsy aus Flügel bekommen. So. Das muss ich dann wahrscheinlich noch ein paar Mal wiederholen. Dann können wir uns den schlechter machen. Gut, ja, dann würde ich sagen, war's das für heute mit Let's Play Monster Hunter Freedom Unit Plus. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und hoffentlich bis dann. Ich sag ciao.
Ciao. Nächstes Mal im Let's Play Monster Hunter Freedom Unit Plus.